solides Mittelgewicht. Ja. Aus Wien. Ein sehr guter Mann. Seither Magmaev aus Lienz. Ja. Jawohl, wir freuen uns. Den Herrn aus Wien sah ich schon boxen, der wechselt mitunter die Auslage. Ein sehr cleverer Boxer, wird auch sehr behutsam vorbereitet oder aufgebaut. Der Mann in seiner Ecke ist mir bekannt, gegen den habe ich selbst früher noch gespart. Das ist einige Jahrzehnte her. Sports on Live TV, live in der Leitgebhalle in Innsbruck. Pound for Pound League 2018. Ja, die Besucher sind noch mehr geworden, wir freuen uns. Die Stimmung ist ausgezeichnet an diesem schönen, aber doch sehr schwierigen Pfingstfreitag. Es geht los. Beide noch in der Normalauslage. Innsbruck beherzt im Vorwärtsgang. Beide bemühen oder verwenden zunächst einmal ihre schönen langen Führhände. Ja. Aber der Mann aus Wien beginnt bereits mit dem Auslagenwechsel. Früher nannte man das auch Shifting. Ja, aber Blau lässt sich nicht beeindrucken. Im Vorwärtsgang boxt in Turnschuhen ohne Boxstiefel. Beide sehr beweglich. Und Blau bringt immer Führanschlag an gerade. Jetzt 1, 2, 3. In einer Folge. Aber Rot trifft auch. Bis jetzt keine klaren Treffer von beiden Boxern. Blau von der Ringmitte aus, doch jetzt wechselt es. Rot wechselt wieder die Auslage und versucht seine Gegner zu überlisten. Ufer fällt sein Ziel deutlich. Beide stehen nun ein bisschen zu weit auseinander und zu breit. Sie verfehlen ihr Ziel deutlich. Beide haben durchaus Wettkampferfahrung, wie man sieht. Ist ein sehr ruhig und übersichtlich geführtes Gefecht. Schöner linke Führhand vom Mann in Blau. Ja. Auch Rot macht es gut, wechselt wieder die Auslage und marschiert hinter seinem Gegner nach und hofft, den entscheidenden, überraschenden Schlag zu bringen, um das Heft in die Hand zu nehmen. Bislang ist alles hier ausgeglichen. Ja. 1-2 Führhandschlag angehen auf die Deckung des Mannes in Blau. Der kontert sofort. Führhand und Schlaghand. Die geht ans Ohr. Und er wartet, Innenhandblock, ja. Und geht sofort nach und schlägt wieder. Ja. Jetzt stand er auf der Ferse und dadurch verliert er an Bewegungsmöglichkeit. Ja. Ja, es ist gutes Boxen von beiden. Gutes Boxen. Ja, Rot trifft jetzt mit dem Jab. Wechselt regelmäßig die Führhand, läuft jetzt allerdings in eine Schlaghand hinein. Die ist zwar nicht hart, wieder läuft in den Jab. Ja. Die Auslagen wechseln. Bringen ihm mitunter selbst Gegentreffer ein. Ja, Blau greift sofort wieder an, doch der Kopf war jetzt sehr tief, das war ein etwas ungestümer Angriff. Rot reagiert sofort nach der Unterbrechung und trifft auch mit einer Führung zum Kopf, die deutlich Wirkung zeigt. Es reißt den Kopf des Mannes im Blau nach hinten, doch es geht schon wieder weiter. Der hat sich sofort wieder erholt. Ja. Verschanzt sich in der Doppeldeckung und wartet. Greift jetzt plötzlich an, im Diagonalschritt mit einer Schlaghand gerannt zum Kopf. Die geht aber weg, der Schlag war ziemlich telegrafiert. Ja, jetzt steht er in der Ecke. Rot greift an. Ja. Bis jetzt sehr ausgeglichen, sehr ausgeglichen. Vorderhand leichte Vorteile in Rot. Ja. So rennt die Runde. Rot zeigt Dominanz, das könnte die Punkt, die Richter beeindruckt haben. Doch zunächst sehr ausgeglichen. Hier ist noch viel möglich für beide Boxer. Pound for Pound League, erste Runde in Innsbruck. Sports on Live TV. Free TV for the fans. Ja, das Boxen, das übersiedelt mehr und mehr ins Netz. Ja. Es wird immer mehr Pay-Per-View im regulären TV oder Abo-Service online. Es kommt zur Konvergenz der Medien. Bei uns können Sie noch alles gratis sehen. Downloaden Sie die passende App. Runde 2. Es geht lustig weiter. Lienz gegen Wien. Boxclub Lienz gegen Boxclub Wien.
Boxclub Wien nach kürzeren Phasen der Abwesenheit wieder back in the game. Und Rot im Vorwärtsgang. Nein, es ist dann allerdings Blau, der die erste Aktion setzt, Führhand, Schlaghand. Weiterhin wird noch Einweisung durch die Trainer versucht, über die lange Distanz zu boxen. Jetzt kristallisiert sich eine Struktur heraus. Rot greift an, Blau bewegt sich vordergründig im Rückwärtsgang, um dann sofort den Gegenangriff einzuleiten. Und er trifft wieder. Eine steife Führung zum Kopf des Mannes in Rot, die trifft. Ja, Blau steht immer wieder auf der Ferse, sowohl mit dem Fuß als auch mit dem Schlagfuß. Das kostet Manövriermöglichkeit. Er nimmt praktisch Anlauf, um dann ungestüm von der Seilzone in die Ringmitte zu stürzen. Ja, jetzt war ein Ellbogen im Spiel, aber das war keine Absicht. Das war schwer zu vermeiden, denn Blau war einfach zu tief. So, das war jetzt eine Führhand zum Körper. Das sahen wir eigentlich heute zum ersten Mal. Ja. Es wird mehrheitlich zum Kopf geschlagen. Aber diese schnellwendigen Boxer, die auf der Außenbahn ihre weiten Wege machen, diese flinken Männer, die kann man am besten bremsen durch konzentrierte Schläge immer zum Körper. Jetzt trifft Rot wiederkehrend. Ja. Blau wartet zu viel, steht wieder auf der Ferse, verschanzt sich der Seilzone. Ja, ja, jetzt wird gezählt. Ja. Ich meine, es handelt sich hier um konditionelle Probleme. Ja. Denn jetzt baut der Mann in Blau dramatisch ab. Ja. Obwohl es sehr so ausgeglichen war. Meine Prognose, es geht nicht über die volle Distanz. Ja. Rot in sehr guter Verfassung, trifft jetzt immer mehr, schon mit der Führhand. Blau stolpert durch den Ring. Er ist müde, ganz einfach. Er ist müde. Ja, ja, er dreht sich auch schon um. Atmet sehr schwer. Das ist schade, denn das war zunächst ein sehr ausgeglichenes Gefecht. Auch sehr gutes Boxen. Doch jetzt ist Schluss. Ja. Es ist wieder angezählt. Ja. 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 Ja, ich denke, es rettet in der Gang. Nein, es ist aus. Es ist aus. Der nächste Kampf, der vorzeitig endet. Ja. Nachdem Wien zunächst abbiss und durch einen sehr überraschenden K.O. verlor, gewinnt nun Wien. Ja, ja, 1-3 im Sauserschritt. Wir kommen schon zu Kampf Nummer 6. Ja. Ich antizipiere vor dem Ringsprecher Alireza Jan Schidi vom Boxring Innsbruck gegen Amiri Moberakash vom Boxclub Unterberger aus Würgel. Elite bis 75 Kilo. Sieger RSC in der zweiten Runde. Runde Rückung. Wir haben es gehört. Reverie Stops Contest. Sieg durch RSC.